Wir sind wenige Tage nach dem 23. Mai, das heißt dem 75. Geburtstag unseres Grundgesetzes, der besten Verfassung, die Deutschland jemals hatte. Und das war für mich und war für uns als CDU Mönchengladbach Anlass genug, einen Festredner zum Thema 75 Jahre Grundgesetz einzuladen. Und wir haben uns entschieden für Rainer Schlegel, dem Präsidenten des Bundessozialgerichts, weil wir nämlich gesagt haben, wir wollen dieses Jubiläum des Grundgesetzes nicht so ganz abstrakt diskutieren, sondern mit einem bestimmten Thema, was gerade für Gladbach wichtig ist, nämlich das Thema Sozialstaatsprinzip. Denn dieses Sozialstaatsgebot unseres Grundgesetzes, der soziale Rechtsstaat, der soziale Bundesstaat, das sind Gedanken, die 1949 ins Grundgesetz kamen. Und wir haben nicht nur über die Geschichte gesprochen, sondern eigentlich noch viel mehr. Und das ist auch spannender, über Gegenwart und Zukunft des Sozialstaates. Was müssen wir uns leisten im Sozialstaat? Was können wir uns noch leisten? War eine tolle und wichtige Diskussion. Ja, das Grundgesetz hat wunderbar funktioniert im Hinblick auf Sozialstaat. Wir haben einen Sozialstaat, um den uns praktisch die ganze Welt beneidet. Unser Problem ist, dass wir den Standard halten in Zukunft, denn dieser Wohlstand, den wir in den letzten 75 Jahren erlebt haben, stagniert zurzeit. Und der Sozialstaat kann nur ausgeben, was zuvor von Wirtschaft und Gesellschaft erarbeitet wird. Und daran müssen wir arbeiten. Also Nachhaltigkeit im Bereich des Sozialen setzt voraus, dass wir Nachhaltigkeit im Bereich der Wirtschaft herstellen können. Es wird nicht so weitergehen wie bislang, sondern wir werden unseren Gut, am Ende des Tages, jedenfalls für eine bestimmte Zeit, enger schneiden müssen, bis wir den Anschluss an die Weltspitze wieder geschafft haben. Es gab einige Wortmeldungen, auch kritische Wortmeldungen, wie Sozialstaat an der Basis bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Was auch klar wurde, dass vielleicht bei manchen Bürgerinnen und Bürgern eine Erwartungshaltung an den Sozialstaat gerichtet wird, die dieser Sozialstaat auf Dauer so nicht wird erfüllen können. Und das war eine spannende Diskussion, wo gar nicht die Linien verliefen zwischen denen, da ich mir auch Sozialverbände, die sagten, wir müssen immer mehr, sondern auch die haben gesagt, nein, wir brauchen eine gewisse Dankbarkeit für das, was der Sozialstaat leistet. Und wir können ja auch ein Stück weit stolz sein auf diesen Sozialstaat, müssen die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit sehen.